Peter hat es nicht erwähnt, was meine derzeitige Position ist. Ich bin U16 Offense Coordinator dieses Jahr bei den Schwäbischen Unicorns. Ich möchte, bevor ich loslege, kurz unseren Staff vorbereiten. Wenn mein Thema ist ja 3-4 Run Fits. Ich glaube, im Plan steht Blitz, aber das kann man als Gleiches durchgehen lassen hier. Run Fits. Und ich will kurz den, ja, für uns den Vater dieser Defense mal kurz vorstellen. Der spielt bei uns selber bei den Unicorns in der Defense. Also als Spieler zu uns kam, ein Jahr vorher gecoacht, kam zu uns, hat diese Defense aus den USA mitgebracht und seitdem laufen sie relativ erfolgreich. Den würde ich gerne bitten, mal kurz aufzustehen. Cody Pastorino. Can you get up, please? Also, dass wir die Defense, die jetzt bei uns laufen, ist vor allem ihm zu verdanken. Ich habe das 2 Jahre mit ordentlichem Erfolg versucht als Defense Coordinator. Wir sind in den Jumbo gekommen und haben dann aber jeweils verloren. Und kaum bin ich zurückgetreten, hat ein junger, dynamischer Coach für mich übernommen, den ich auch erwähnen will, Johannes Johnny Brenner, der unser neuer Defense Coordinator ist. Wenn du kurz aufstehst. Wir haben noch einen Haufen andere Coaches da, aber das werden wir mal die 2 wichtigsten Leute. So, die haben ja nämlich auch vom Vortrag gesagt, ich soll es möglichst einfach halten, einfach die Aufstellung kurz zeigen und dann das Thema wechseln zu, was weiß ich, 30 Jahre Coaching in Deutschland oder so. Aber ich weiß, dass Coaches bei solchen Conventions eigentlich gerne schon X's and O's hören wollen. Und da will ich euch einfach ein bisschen was überbringen über unsere Defense. Gleich der Hinweis, ich bin danach auch in einem Nebenraum zu Fragen und Antworten noch verfügbar. Und ich habe auch noch eine 2. Präsentation dabei, die, wenn Interesse besteht, die ich da auch noch anbieten könnte. Und da geht es im Grunde nur um Führungsstile beim Football. Weil ich habe das lange genug gemacht und habe da, glaube ich, ein bisschen was drüber gelernt. Und wenn da jemand Interesse hat, kann ich das dann auch nachher zeigen. Aber gerne auch Fragen und Antworten zu dem Thema. So. Ich habe tatsächlich einen uralten Computer dabei, keine Fernbedienung, das heißt, ich muss dann immer hierher laufen, wenn ich weitermachen will. Wir werden uns beschäftigen jetzt in meinem Vortrag mit der 3-4 Slant Defense. Hier ein Bild aus dem diesjährigen German Bowl. Man sieht vielleicht an den Uniformen und auch am grieslichen Bild, dass es 3 Stunden durchgeregnet hat. Das ist eine sehr schwierige Bedingung bei dem German Bowl. Und so ein kleines Motto, das ich gewählt habe für unsere Defense, wäre on the move, weil, das werden wir da gleich sehen, bei uns geht alles sehr dynamisch zu, also keine statischen Spieler eigentlich mit dabei, sondern alles bewegt sich in irgendeiner Form und das muss alles koordiniert sein. Und das wollen wir, will ich euch hier kurz ein bisschen aufschlüsseln. Wenn ein wichtiges Wort in der Defense, das man immer verwendet, ist Finish. Finish the play, finish the tackle und so weiter. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich das Glück, dass wir ganz bis zum Ende finishen konnten im German Bowl und dann kommt sowas dabei raus. Also bin ich sehr stolz auf unsere Defense vom letzten Jahr, die den German Bowl zum 3. Mal nach Schwäbisch Hall geholt hat, nach 2011 und 2012. Und ja, wie wir das in der Defense geschafft haben, die Lions bei 13 Punkten zu halten, versuche ich ein bisschen zumindest den Teil heute rüberzubringen. Zunächst will ich das zeigen, was wir vor 3 Jahren angefangen haben. Wenn ich recht weiß, ist Jordan irgendwo da. Unsere Offense hat es inzwischen auch übernommen, eine Mindmap von der Defense zu machen, einfach um mir selber einen Überblick zu verschaffen. Also ihr kennt alle Playbooks, gibt es für Offense und Defense. Die haben wir natürlich weiterhin. Aber als sozusagen, anstatt einfach die Plays aneinander im Playbook zu haben, haben wir noch eine Mindmap angefertigt, die dann ungefähr so aussieht. Und da ist dann alles drauf, was wir haben in unserer Defense. Also ihr seht Fronts, Blitzes, Coverages und Types. Also das wären bei uns Nickel, Dime und die normale Defense im Grunde. Und das haben wir versucht hier einfach, das wird euch nichts bringen, wenn ihr das seht, weil das sind alles Spezialnamen, die nur für uns gelten. Ne? Die würde ich mal schätzen, gibt es auch nirgends anders.
Ja, wenn ich euch jetzt sage, was weiß ich, Texas, ja, dann heißt es für jeden was anderes. Bei uns hat es eine bestimmte Bedeutung. Mit dieser Mindmap haben wir die Möglichkeit, das einfach einen Überblick zu bewahren. Man sieht dann zum Beispiel auch, wo sind wir schon sehr variabel, wo sind wir vielleicht schon zu variabel, ja, wo müssen wir vielleicht wieder ein bisschen was eindampfen. Und das hat uns, also die Anlegung von dieser Mindmap hat uns da schon ein bisschen geholfen dabei. Okay, dann kommen wir mal zu den, also ein Punkt hier bei der Mindmap war ja Type, Defensive Type. Und da haben wir vier verschiedene. Hier als Beispiel, und nur damit werden wir uns heute beschäftigen, ist Odd, die 3-4 Defense. Ihr seht unsere drei Linemen, vier Linebacker, vier DBs. Das ist das, was heute Thema sein wird. Dann haben wir noch eine Variante Nickel, beispielsweise im German Bowl, fast ausschließlich gespielt gegen Spread Offenses. Ja, also dann haben wir fünf DBs. Dann haben wir noch die Dime-Variation, wo dann 6 DBs auf dem Feld sind. Und wir hätten theoretisch noch mehr, aber wir wollen es mal dabei belassen. Und wie gesagt, der Vortrag richtet sich jetzt, da geht es nur um die Outfront. Wenn wir einen Frontcore machen, dann sieht er bei uns so aus, dass wir zunächst klären, wer steht wo. Ja, das machen alle Defenses. Also ich habe hier zwei Namen. Einen davon verwenden wir auch, aber nur damit es allgemein verständlich ist, was eine Bare Front ist, was Shape bedeuten kann. Das wird wahrscheinlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich sein. Ja. Also das erste Wort gibt unser Alignment wieder in der Front. So, und das ist das, was ich vorhin meinte mit On the Move. Wir haben dann eine Bewegung in der D-Line. Wie die genau aussieht, zeige ich euch gleich noch. Aber das wäre praktisch ein weiterer Call zum Alignment, dass die sich bewegen. Ja? Und bei eher statischen Defenses fällt dieser Teil eigentlich, ja? Weil dann steht man in einer Dreier-Technik oder in einer One-Technik und spielt von dort und liest, was die Offense gegen einen blockt. Ja? Und wir werden gleich sehen, wir sind dann deutlich mehr in Bewegung. Was bei der Front noch dazu kommen kann, sind Stunts, also dass unsere D-Linemen ihre Laufwege kreuzen und die Zuständigkeiten tauschen. Beispiel, also der Nose Guard kann mit dem Strong End tauschen und so weiter. Das wäre also der nächste Bestandteil des Chords. So, dann Teil 2 unseres Chords, also das sind die. So können wir in der Front callen. Wir haben natürlich die Option, nur das Alignment zu callen. Ja, meistens ist aber dann bei uns noch ein Slant mit dabei. Stunts sind eher die Ausnahmesituation, ja, aber es besteht auch die Möglichkeit. So, Blitz bedeutet, dass ein Linebacker sich in die Front einreiht. Und da haben wir verschiedene Varianten. Wir haben Single Blitzes, also nur ein Linebacker blitzt. Double Blitzes. Zwei kommen logischerweise. Dann haben wir Specials. Das sind dann, werden bei uns wieder ein Wort Calls. Also wenn verschiedene Leute blitzen, dann könnte man die ja alle benennen. Und wenn wir aber Special Blitzes haben, dann würden wir wieder ein neues Wort erfinden, um genau diese Kombination hinzukriegen. Ne? Ich habe jetzt nur einen kurzen Blick in unser diesjähriges Playbook geworfen, aber ich weiß, dass Johnny Brenner da wieder sehr kreativ war mit Special Blitzes. Ja, da ist ein Wort. Dann, und da hat jeder Buchstabe irgendeine Bedeutung für irgendjemanden. So kann man das also durchaus hindrehen. Wenn ich von All-Out-Blitz rede, dann meine ich, dass wir automatisch unsere Man-Coverage dahinter spielen und alles Mann decken. Also da Andy hatte ja gerade hier das Beispiel, als der Titan aus dem Backfield sich freigelaufen hat, ja, weil der manndeckende Linebacker dachte, er würde blocken. Ja, das wäre bei uns sollte das nicht passieren, weil wir müssen dann, wenn ein Linebacker diesen Running Back im Backfield in Manndeckung hat, müsste er sicher gehen, wenn er sich zum Rush dazu gesellt, was er tun soll in der Regel, ja, dann muss er sicherstellen, dass der Running Back dann noch verspätet zum Screen rauskommt oder einen anderen Pass routet. Okay, das wäre also die Möglichkeit, wie wir Blitzes ansagen können. Und schließlich haben wir Coverages. Da
da ist nichts Außergewöhnliches dabei. Wir haben verschiedene Zone-Coverages. Da denke ich, hat jeder unterschiedliche Terminologie. Also Cover 2 und Cover 3, denke ich, können sich die meisten was darunter vorstellen. Patrick Izumi hat heute Morgen auch schon Cover 8 verwendet. Ich war auch nicht ganz sicher, was er meint. Für uns ist Cover 8 bei einer 3-Mann-Line einfach, dass 8 Mann in der Coverage sind. Ja? Und was wir bei uns eben dazu kommt, hat man vielleicht vorhin bei den vielen Wörtern gesehen, ist, dass wir von jeder Coverage auch wieder Variationen haben. Dann gibt es als Variante natürlich verschiedene Formen der Manndeckung. Und Combo Coverages, das wäre manche spielen Man, manche Zone. Wir haben jahrelang, waren wir der Meinung, man kann anderen Leaf Man spielen und mit Safeties tief, also zwei oder einer tief und muss ich Man spielen. Cody hat uns da ein bisschen die Augen geöffnet und wir haben jetzt einige Coverages, wo die Linebacker-Zone spielen und die DB spielen Man. Ja, und das ist bei, also eine Sache, die wir erst seit ein paar Jahren machen, aber die zum Beispiel gegen RPO, wurde ja gerade schon mal ein paar Beispiele gegeben, ja, einfach sehr hilfreich ist. Okay, so, aber unser Thema soll nicht sein, wie wir gegen Pässe covern heute, sondern wie wir gegen Läufe verteidigen. Erstaunlicherweise, immer wenn ich mit Leuten, also wir sind vor 4 Jahren etwa umgestiegen von einer Viererline zur Dreierline als Hauptdefense und ich habe damals, muss ich immer mit der mir anhören, naja, da braucht ihr aber richtige Stats in der D-Line, ja, sonst könnt ihr doch keinen Run stoppen, ja, da läuft doch alles über euch drüber. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, also ich glaube, unsere Run-Defense war unsere Stärke dieses Jahr. Ja, wir haben eigentlich immer mit 3 Linemen gespielt und das hat funktioniert. Und ich glaube, da haben wir ein paar Rezepte, damit es funktioniert, die ich euch jetzt im Laufe des Vortrags noch zeigen will. Wir sind keine Defense, die wir gleich sehen, wo viele sagen, okay, wenn ihr 3 Line spielt, dann muss viel getugappt werden. Ja, ihr braucht 300 Pfund Leute vorne in der Line, die da den Sender auf freien Seite kontrollieren. Das ist sehr schwer, die zu kriegen. Und ich glaube, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ja? Und die werden wir uns gleich mal näher anschauen. So, jetzt bei unseren, für unsere 3 Linemen gelten grundsätzlich folgende Prinzipien. Wenn wir einen Slam für die gesamte Line ansagen, der geht in eine bestimmte Richtung, dann sieht es in der Regel so aus, dass unser Nose Tackle und ein End slanten zum Guard und der andere End spielt eine normale, in Anführungszeichen, Fünfertechnik. Also bleibt der auf der äußeren Schulter des Tackles. Kein großer Unterschied zu einer 4-3 Defense, was die Aufgabe hier von dem Anchor Strong End bei uns angeht. Ja, aber ich denke, das, was Nose und Zip hier machen, das ist doch ein bisschen abweichend von dem, was man als Standard kennt. Vielleicht der Unterschied bei uns war, wenn wir unsere Fünfertechnik spielen von Anchor, er ist wahrscheinlich etwas heavier, also näher am Tackle. Wir machen uns in der Regel keine allzu großen Sorgen über Reachbox des Tackles, ja, weil wir wissen, dass wir da noch Hilfe haben, sondern unsere Ends sind Leute, die auch in der Lage sein müssen, ihnen zu helfen. Ja. Wir haben verschiedene Varianten, aber die meisten unserer Slants laufen so, dass alle Spieler in der D-Line in eine Richtung gehen und der End auf der Slant-Seite die Fünfertechnik spielt. Ja. Das ist so jetzt wichtig ist für uns, dass ich, wenn ich diesen Slant mache, dass ich damit die Schulter des nahen Guards attackiere, das sind ja 2 Guards, die uncovered sind, und dass ich dabei mich natürlich auch auf seine Aktion konzentriere. Jetzt könnte ich mal kurz 2 Leute zur Demonstration haben, wenn wir 2 kriegen. Super. Genau. So, ich mach mich extra groß, ja, weil ich hier oben stehen bleibe. Ihr 2 seid vielleicht hier in dem Zwischenraum. So, wenn ich jetzt, angenommen, du bist Right Tackle und ich stehe vor dir, wenn ich den Slant nach innen habe, den der Zip hier hat, dann will ich, öffne ich auf in diese Richtung und jetzt interessierst du mich nicht mehr, sondern er interessiert mich. Ja?
Und wir erwarten auch, dass er jetzt zum Beispiel, wenn der Tackle versucht, ihn zu blocken, ja, dass er trotzdem in irgendeiner Form den Guard kontrollieren kann. Ja, also bin ich in der Situation jetzt auf ihn konzentriert und lese auch, was er macht. Danke euch erstmal. So, jetzt, wenn diese Linemen diese Sache machen, kann denen natürlich verschiedene Sachen passieren. Ja? Also ich habe jetzt immer den gleichen Slide aufgezeichnet, aber verschiedene Sachen, die Offense macht. So, wenn ich jetzt zu diesem Guard slante, kann mir natürlich als erstes passieren, dass mich dieser Guard blockt. Ja? Und meine Aufgabe ist, ich muss dann mein Gap, also für den Zip das B-Gap, für den Maus das linke E-Gap, dieses Gap muss ich halten, ja, weil ich davon ausgehe, dass entweder das Guard und das Center zum Beispiel mich doppeln oder dass eben der Guard versucht, das Center zur Backside blockt, ja, dann muss ich dieses Gap halten. Das ist die erste Regel. Wenn ich da, dann spiele ich das praktisch wie ein Drive-Block von diesem Guard. So, zweite Regel. Wenn der Guard mich nicht blockt, ja, das mal binär anschauen, dann kann man erstmal die zwei Wege machen, entweder blockt mich oder blockt mich nicht. Wenn man mich nicht blockt, dann verschwindet in unserem Scheme oder verschmelzen A und B Gap zu einem. Der Zip jetzt spielt jetzt also ein Gap, wie vorher auch, das B Gap, aber das B Gap ist jetzt auch das A Gap. Ne? Und das ist jetzt in unserem System sehr wichtig. Ne? Das heißt, wir erwarten dann von dem, dass er beide Gaps spielt. Und jetzt ist sehr wichtig, für beide Spieler in dem Fall gilt, dass mein Ziel sein muss, einen Ballträger zum Cutback zu zwingen. Ja, also wenn ich jetzt den Low sehe und der Ballträger versucht auf die linke Seite der Defense zu laufen, dann ist die Aufgabe des Nose Tackles, wenn der Guard ihn nicht blockt, dann bleibt natürlich der Center an ihm dran. Ja? Ich glaube, das ist unzweifelhaft. Ja? Habe ich hier einen Maus? Ja. So, der Nose würde jetzt, der Center würde den Nose blocken. Ja? Aber unser Nose hat die Aufgabe, lass dich nicht vom Center blocken, sondern zieh rüber und jetzt kannst du die Ohren zurücklegen und Gas geben, weil wenn der Ballträger hinter dich zurückkartet, hinter dem Block des Centers, da haben wir Mechanismen dafür. Problem ist nur, wenn mein Nose, ne? Ah, da ist Nose. So, wenn mein Nose hier rüberläuft und macht jetzt hier aus irgendeinem Grund langsam und der Ballträger läuft hier vorbei, dann ist die Integrität von der Defense kaputt. Ne? Das darf nicht passieren. Also weiß der Nose, Guard blockt mich nicht, ich muss eben die Gap spielen, Cutback erzwingen. Das gleiche gilt übrigens für den Backside End. Das heißt, ihr seht ja auch an dem Laufweg, den ich hier eingezeichnet habe, dass der extrem flach rüberkommen muss, ne? Wenn das passiert, wenn ihr da gar nicht blockt. So, die zwei, also das wären die zwei Grundideen gegen Lauf, die dem Defensive Lineman für den gelten. So, wenn ich mir jetzt einen Inside Linebacker nehme, da wird es etwas komplizierter, ist immer so für Linebacker. Weil die Inside-Linebacker müssen jetzt sozusagen in irgendeiner Form das, was die Linemen machen, kompensieren. Ja? Wir müssen unterscheiden, als Linebacker, slantet der Nose-Tackle zu mir oder slantet er weg von mir. Das ist immer ein Riesenunterschied in der Art, wie ich das Play spiele von Linebacker. Also hier kommt der Nose zu Mike, der slantet weg vom Will. Ja? Die Reaktionen sind dann entsprechend unterschiedlich. Ja? Wir haben aber eine Grundregel. Never touch a guard. Also ein Linebacker sollte niemals mit einem Guard in Berührung kommen. So. Ich sehe es an den Gesichtern, das hat mich auch schockiert, als ich zum ersten Mal gesehen habe. Ja? Klappt auch nicht immer, aber das sollte das Ziel sein, weil die Defense so funktioniert. So, jetzt kommt, was sind die Reaktionen? Ich bin Mike, Nose kommt zu mir. Den Fall hatten wir gerade. Guard blockt Nose
meine Reaktion ist, weil das für mich ein ISO-Read ist, ja, das haben alle drei, vier Defenses eigentlich als Read, alle Defenses grundsätzlich, wenn ich als Linebacker vor einem Lineman stehe, der blockt down, ist das ein ISO und ich muss füllen. Das ist bei uns nicht anders in dem Fall. Ja. Unsere Grundregel ist dann, den Block mit der äußeren Schulter anzunehmen, damit mein Körper innen ist und der Ballträger nach außen muss. Ja, also ich will den Ballträger hier nach links außen bringen, weil ich weiß, dann muss er, läuft er Richtung Sideline. Ja, wenn ich umgekehrt den Ball innen annehme, von der Backside wird irgendwas abgeschnitten, dann hat der Ballträger einen geraden Weg nach vorne, das will ich vermeiden. Das tue ich damit automatisch. So, das wäre Reaktion Nummer 1 gewesen. Reaktion 2. Gleicher Read für mich, mein erster Read ist der Guard, der blockt wiederum down, wie gerade auch. Ihr seht, war vorher auch so, der Mike steppt zunächst mit dem Guard. Wenn der nach innen steppe ich auch mit. Und ich zeige es mal hier. Ich stehe hier als Linebacker und der Mike steppt so, dann steppe ich auch so und lese von dort weiter. Wahrscheinlich, jetzt erstmal rechne ich mit ISO-Film. Jetzt sehe ich aber, wenn ich, dass der Tackle auch noch down kommt zu mir, ja, dann ist das der sogenannte Down-Down-Read, Guard und Tackles, Broken Down. Ja, ich muss den Block des Tackles vermeiden und nach außen kommen. Das sieht hier schwer aus, wie es hoffentlich ist, weil mein End muss mir etwas Hilfe geben, indem er den End nicht frei auf mich loslässt. Ja, da haben wir nicht drüber geredet, was genau die Fünfertechnik macht. Ja, aber sein Job ist, alle Blocks von innen mit der äußeren Schulter anzunehmen, den Ball nach außen zu spillen. So, das muss ich vielleicht auch nochmal zeigen kurz. Kriege ich dich nochmal? So, wenn du jetzt, genau, du bist wieder Right Tackle, ich bin Defensive End, du gehst down. Was ich jetzt will, ist, ich will meine Hände rankriegen an dich, um meinen Linebacker zu schützen. Ich schiebe die idealerweise an meinem Linebacker vorbei. So, und jetzt kommt von innen mein nächster Block. Fullback, Pulling Guard, Tight End in Motion, whatever. Irgendwas wird mich dann blocken, wenn er mich nicht blockt. Ja? Mein Job ist jetzt, alles mit einer äußeren Schulter anzunehmen und dadurch den Ballträger zu zwingen, rauszugehen. Wenn ihr euch das anschaut, außen ist jetzt der Mike. Und Safety und Corner, danke dir. Und Outside Linebacker. Eine Menge Leute. Ja, und da wollen wir die auch hinkriegen. Also das spielen auch viele 4-3-Defenses, diese Spill-Technik. Ja, ist bei uns aber essentiell, dass wenn ich einen Downblock erhalte als Defensive End, dass ich alles nach außen spille, weil mein Linebacker weiß, down, down, raus mit mir. Okay? Schließlich, da kommen wir wieder zu, Never Touch a Guard. Guard kommt und will mich blocken. Nose spielt A und B Gap auf dieser Seite, also kann ich zurückfolden ins Backside A Gap. Ich habe es vorhin gesagt, der Nose erzwingt den Cutback. Ne? Und der muss hinter den Center zurückcutten, da bin ich dann als Mike Linebacker, wenn der Guard mich blocken will. Ne? Das wäre diese Reaktion. Also, ihr habt das drei Beispiele gesehen. Zweimal wollte der Guard mich nicht blocken, einmal wollte er mich blocken und dann lasse ich ihn trotzdem wieder an mich ran. Ja, also ich habe bisher noch keinen Guard berührt, wenn es gut läuft. Ja, das nennen wir den Ad-Read. Der Guard comes at me. Fit hinter dem Nose finden. Und habe ich auch gesagt, zurück zu mir, weil da Nose den Cutback forst. Gut, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Der Nose geht weg von mir als Linebacker. Ja. Erster Fall ist für mich, der Guard blockt nach außen zu dem Inside Slanting End. Das ist wieder ein ISO-Read für mich, weil ich das A-Gap spielen muss. Und wenn der End bei seinem Slant vom Guard aufgehalten wird, muss irgendjemand anderes für ihn füllen. Das bin dann ich als Will Linebacker in diesem Fall. Also würde ich da reingehen. Gleicher Fall wie vorhin, wenn ich dann einen tatsächlichen ISO-Block bekomme, von einem Fullback zum Beispiel, dann würde ich den wieder mit der äußeren Schulter annehmen.
ja? Und zwingen dadurch den Beiträger nach außen. Nächste Variante, Norris geht weg von mir, Gab will mich blocken, ihr seht, wo der Will landet, nämlich Sepp spielt A&B-Gap, dann bleibt für mich als Inside-Linebacker nur das C-Gap, ja, und dann kann ich nach außen fliegen. Ja, wieder gleiches Prinzip, der Guard darf mich nicht berühren, ja, da will ich nicht hin. Wieder ein Accurate für mich, Fitted und Infitten. Genau, das Ganze zwei Positionen nach links verlagert, haben wir den gleichen Fall wie vorhin zwischen Michael und Rose, ja, wenn wir uns das anschauen. Und da ändert sich auch nichts dran. Ja. So, das wäre jetzt, also das wäre für mich die, der Kern unserer Defense, sind die Runfits von D-Line und Inside Linebacker. Ja, weil wir haben natürlich das Problem, wir haben 5 gegen 5, ja, und nehmen wir an, du hast eine Spread Offense, 5 Leute innen, ein Running Back, ein Quarterback, denkt eigentlich an die Offense, 5 in the Box, wir geben unserem Stud Running Back den Ball und der läuft die ganze Zeit. Ja. Und wenn wir eben nur 2-gappen würden und ja, jeder auf jeden Fall nur ein Loch spielen, da gibt es immer ein Loch für den Running Back. Ja. Und deswegen diese Spielweise sollte es eigentlich vermeiden. Ja. Der Ulz Deuber, Head Coach der Dresden Monarchs, hat vor ein paar Jahren, das war zwar eine Viererline, aber diese Idee, dass ich als D-Liner slante und wenn der Guard mich nicht blockt, dann eben B-Gap spiele, nennt er Stealing a Gap. Ja, und genau das haben wir hier. Wir stehlen der Offense ein Gap und können dadurch, ein Mann kann dann 2 Gaps spielen. Wir wissen vorher nicht, wer das ist, aber so funktioniert dann diese Defense. Gut, jetzt wollen wir uns. Also das werden die Runfits, die jetzt erstmal ohne Blitz funktionieren. Ja? Wenn wir tatsächlich blitzen, haben wir dazu verschiedene, also ich habe vorhin gesagt, entweder schicken wir einen Mann oder 2 oder alle, bis auf unseren Manndecker. Ne? Oder wir haben irgendwelche Specials, ja, die dann recht kompliziert sein können. Wenn wir einen Inside-Linebacker ja, ein Beispiel aus der NFL, was man alles machen kann als Blitz. Ne? Bei uns, wenn ich einen Einzelblitz habe, habe ich Single vorhin genannt, habe ich als erste Möglichkeit, ich blitze einen Inside-Linebacker über einen Guard. Ja? Und wir nennen es also als Prinzip Guard Isolation, weil ich sozusagen als Linebacker den Guard für mich alleine habe jetzt. Ja? Und ihr seht ja auch, dass er die Option hat, innen und außen vorbeizugehen. Ja, die lassen wir dem auch in aller Regel. Der Rest der Defense muss natürlich wissen, wenn wir diesen Blitz callen, ja, wenn der Guard ihn ins E-Gap blockt, dass dann das A-Gap in dem Fall frei ist und dann müssen dann die Fits entsprechend angepasst werden. Ja. Also, das wäre Variante 1. Guard Isolation. Variante 2. Das ist das, was alle 3-4 Defenses machen. Wenn ich in eine Richtung slante, dann kommt mein Outside Linebacker von der anderen Seite, ja, und blitzt off the edge. Ja. Der Vorteil ist eben in der 3-4 Defense, wenn ich einen Linebacker schicke, habe ich immer noch 7 Leute und kann im Grunde alle möglichen Coverages spielen. Ja. Aber ich gebe dem der Offense immer die Kopfweh, weil die nicht wissen, wo ist denn der vierte Mann, der kommt. Ja? Wenn ich gegen eine 4-3-Defense spiele, dann weiß ich eben, die meiste Zeit sind es halt die 4 Linemen, über die ich mir Gedanken machen muss. Das kann auch schwierig werden, wenn die richtig gut sind, ja? Aber ich muss natürlich einen großen Kopf machen, wer alles wascht, es sei denn, die Defense blitzt dann natürlich. Okay, das wären also 2 Strategien für einen Einzelblitz. Wenn wir innen doppelt blitzen, ne? Ich habe jetzt nur 2 Möglichkeiten, da gibt es noch ein paar mehr. Wir schicken den Nose auf eine Seite, beide Inside-Linebacker gehen auf die andere Seite und blitzen dort. Ja? Die Outside-Linebacker übrigens für ihre Fits müssen natürlich immer wissen, welches Gap ist hier frei. In dem Fall ist es das rechte B-Gap. Ja? Das muss also dann besonders geschützt werden von dem übrigen Spieler, also entweder Outside-Linebacker oder Safety.
Also ich, mit meinen Linebackern überlade ich eine Seite. Das wird, funktioniert sowohl gegen Pass als auch gegen Lauf. Ja, oder ich kreuze meine Inside Linebacker, ja, was also noch ein bisschen schwieriger wird für die Offense mit der Zuordnung. Das wären zwei Varianten für ihn. Jeder steckt da irgendwo. Wie liegt man in der Zeit? Weiß ich, ob Bescheid weiß. Okay. Ich wollte noch ein paar Filme zeigen, bevor ich zu unserem Doppelblitz von außen komme. Entschuldigung, zuerst machen wir die und dann hören wir uns natürlich mal was an. Okay. Also die eine Technik, die wir auch relativ häufig spielen, ist der sogenannte Long Stick. Das bedeutet, dass ein D-Lineman zwei Löcher weitergeht. Ja? Und das ist allerdings mit gewisser Vorsicht zu genießen, weil das nicht immer der Fall sein wird, dass ich zwei Löcher weitergehe. Weil ich euch schon zeigen, Christoph, gehe ich dich jetzt mal, damit ihr nicht immer gleich kommen müssen. Und dein Nebensitzer vielleicht. Wunderbar. So, kommt ruhig schön hoch, genau. So, wenn der Tackle Guard, ich bin auf der linken Seite in der Defense. So, wenn ich normalen Slant habe, greife ich seine äußere Schulter an und spiele hier. Wenn ich Long Stick habe, ist meine Grundidee, wenn die sich nicht bewegen, gehe ich einen Schritt weiter und gehe da rein, in das nächste Loch. So, das hat immer dann einen Wert, wenn die zwei Typen sich beide zu mir drehen, mach das mal, dann will ich da rein, weil ich weiß, da unten fühlt jemand. So, sollten die jetzt aber beide darüber gehen, dann kann ich durch meine Aufstellung den Christoph hier noch schlagen, aber an dir komme ich nicht vorbei, weil du siehst mich ja gar nicht, sondern du trackst darüber. Also würde ich versuchen, hier flach rumzukommen und sozusagen das nächste Gap von hinten zu spielen. Das wäre meine Idee bei diesem Longstick. Ja, danke euch. Also das heißt, ich gehe tatsächlich nur, so wie gezeigt hier, zwei Gaps weiter, wenn sich der Lineman, dessen Gesicht ich kreuzen muss, wenn der sich auch tatsächlich zu mir dreht. Auch beim Passblock zum Beispiel, wenn die Protection so ist, dass der, hier kommt der Longstick und ich bin Left Guard in der Offense und drehe mich so raus, dann will ich hier ins Eckab rein. Ne? Okay. Also das wäre eine Variante, ich longsticke und dann habe ich die zwei Linebacker auf der Seite, die dann außen kommen. Das muss nicht unbedingt einem B-Gap, einem C-Gap sein. Ja? Wenn wir gerade das Beispiel haben, dass der Tackle an dem Longstick dran bleibt, dann kommen halt beide außen. Ja? Aber dann wird der SIP halt das Loch extrem weit komprimieren und auch wieder zwei Gaps spielen. Okay. Die zweite Variante ist, ich kann genau das gleiche machen, nur tauschen jetzt die zwei Linebacker außen ihre Aufgaben. Das heißt, der Outside Linebacker slantet nach innen und der Inside Linebacker hat praktisch den Contain-Teil des Blitzes. Okay, das wären jetzt die Sachen, die ich euch zeigen wollte, erstmal in der PowerPoint und dann würde ich gerne noch, wenn ich es hinkriege, das Ganze, ein paar Plays davon. Hier schon. Gibt's eine halbe Minute. Keine Rotations. Erstes Beispiel wäre hier ein dieser Isolation Blitz. Ich zeige euch gleich aus der Hintertor-Kamera.
So, dieser Linebacker hier, ein Oberpfälzer, Danny Emanuel, der hat diesen Blitz, wo er den Guard sozusagen für sich alleine hat. Ja, und er hat die Option, innen oder außen vorbeizugehen, Hauptsache er kommt an ihm vorbei. In dem Fall spielen wir mit zwei Fünfertechniken außen und unser Nose-Tackle hier, Devin Benton, slantet hier rüber und in dem Beispiel kann man jetzt gleich mal gut sehen, was passiert, wenn ein Nose tatsächlich diesen Slant hart macht. Ja? Denn so, jetzt haben wir das Beispiel, sieht er, der Left Guard Nummer 66 von Allgäu dreht sich weg von Nose. Das heißt, er weiß jetzt, ich muss A und B jetzt spielen und den Cutback forcen. Ja? Der Center allein wird ihn nicht blocken können. So, Daniel Emanuel darf sich das Loch rausnehmen, was er will. Er sucht hier das B-Gap aus, das ist noch soweit okay. Allerdings, weil er Inside Blitz hat, muss er auch auf die innere Bedrohung gehen. Das heißt, er macht hier den Fehler, dass er nicht auf den Running Back, der den Ball bekommt, geht, sondern am Quarterback bleibt. So. Also, der hier müsste eigentlich auch noch da sein, aber hier Devin zwingt den Running Back zum Cutback, beziehungsweise noch besser, was er hier macht. Tackled. Ja, für minus 5. Also nochmal, schaut euch Nose an. Hier den Guard sieht er wenigstens von mir. Das ist eben genau das Gegenteil von einem Two-Gapping Nose, was er hier spielt. Nächste, okay, das ist jetzt ein Outside-Linebacker-Blitz. Den will ich auch von der Hintertour zeigen. Nummer 4, Daniel McRae, ganz rechts, der führt den Blitz aus. Ja? Und die ganze, gesamte D-Line slantet nach links. Ja? Also der Nose Tackle hier nach links, der End, hier verdeckt, slantet nach links und Blitz off the edge. Dran. So, ihr seht, das ist ein Counterplay von Dresden. Der Right Guard pullt auf die andere Seite. Ja, so, was wir jetzt als Center, dass der Center den Nose blockt. Ja, und da sind wir gar nicht groß. Naja, normalerweise würden wir jetzt sagen, oh, halt ein Gap und so weiter, Squeeze. Wir haben nichts dagegen, dass der Nose jetzt hinter dem Center rumläuft, ja, und Penetration ins Backfield kriegt. Ja. Tackle bleibt an unserem rechten End dran. Schiebt ihn runter. So, und jetzt der Linebacker hier, das ist wieder der Emanuel. Der hat jetzt die Option, er kriegt Down Down als Look für sich. Und der geht jetzt, kann jetzt hier to the Edge gehen und füllen da. McRae muss eigentlich den Block hier annehmen. Ich glaube, das ist nötig, ich glaube, das sieht ihn gar nicht. Na doch, so halb. Ja, und wir sind bereit. Einmal noch. Slant nach links. Nummer 5 sieht Guard attacken oder Guard rauskommen, dann heißt für ihn to the edge. Geh nach außen. Und da kommt dann noch der Ball. Wir zwingen den Cutback hinter dem End. Dann ist keiner mehr da an dem Linebacker zu blocken. Nächster Clip. Das ist ein. Okay, das war dieser Overload Inside Blitz. Ja. Beide Inside Linebacker werden jetzt auf die gleiche Seite gehen. Und zwar von uns aus gesehen nach links. Ja. Nose ist ins. Also, wir slanten übrigens nicht immer 100% der Zeit da rein, wo wir hinwollen, sondern manchmal stellen wir uns auch schon drin auf. Ja, oder wir sind auf der falschen Seite und slanten über den Center drüber.
gibt es alle Varianten. Aber hier führen beide Leinwerke auf der linken Seite. Und da ist auch eine Führung ausgesprungen. Das sieht man übrigens ganz gut. So, jetzt der, also hier, der Linebacker müsste jetzt wieder, ist ein Blitz, der müsste schon im Loch drin sein, würde trotzdem aber den Block bekommen vom Fullback hier. Ja, und den Ball nach außen spillen und dann wäre da hier der Outside Linebacker, der praktisch bei außen ja zu ist von unseren zwei Leuten hier, müsste er folden und hier reinkommen dann. Ja? In dem Fall aber nicht nötig, weil unser Nose den Center schlägt. Hier ein Longstick, das heißt, dieser End wird jetzt versuchen, ins A-Gap zu kommen hier und der Nose ins B-Gap. Ja. Und wir haben diese zwei Linebacker kommen off the Edge. Machen wir gleich Pause. Also sieht man jetzt, dass der End ins A-Gap geht, der Guard blockt ihn. Das heißt, jetzt ist für den Tackle entweder der Outside Linebacker, den blockt er, oder der Inside Linebacker, der jetzt freikommt, da. Inside Linebacker hat einen Shot auf den Quarterback und sollte eigentlich einen Sack machen. Klappt hier leider nicht, aber ja, das Prinzip hätte hier funktioniert. Ein Look noch drauf. Nicht sehen. Und das war, ist der andere, die andere Art des Edge-Blitzes, dass dieser Linebacker hier jetzt sogar ins B-Gap reinblitzt, weil der End ins A-Gap losstickt. Ja. So, für den Outside-Linebacker ist das Gleiche, wenn er der Tackle sich nicht zu ihm dreht, dann läuft er auf seinen Fersen nach innen, ganz flach, und macht den Tackle. Jetzt könnte der Quarterback genau an der Stelle, seht ihr das ja, kann er jetzt lesen. Oh, der Typ kommt rein, ich ziehe den Ball, aber da haben wir halt auch noch einen außen stehen. Ne? Dass das also so oder so nichts nützt. Wenn wir es nicht spielen. Jetzt dreht sich nämlich der Tackle zu dem Outside Linebacker Blitz und dann geht er nach innen. Also wir reden von der rechten Seite. Seht ihr den End, wie er rumstickt? Nach innen, ganz hart nach innen. Entschuldigung, das ist nicht der, er geht, aber der Outside Linebacker hat den Fullback und geht innerhalb von ihm. Ja, er hätte ruhig noch ein bisschen härter durchrippen können, um gleich den Tackle zu machen. Und der Inside Linebacker ist außen. Okay. Dann werden wir wieder beim Anfang. Also das war ein Teil unserer Defense, ein paar Blitzoptionen, die wir haben und ich glaube ein paar ja, ganz grundlegende Regeln bei uns, wie unsere Linebacker und die Linemen den Run spielen. Ich bin jetzt im Raum, hat jemand glatt vor sich, Seminarraum 3 für weitere Fragen hierzu und danke allen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.